Und bei allen Problemen, die die Regierung zu lösen hat, kann sie eines jetzt ganz sicher nicht noch zusätzlich gebrauchen, dass Wolkenkratzer wie diese ernsthaft ins Wanken geraten. Nachdem die marode Credit Suisse am vergangenen Wochenende von der größeren UBS auch mit Hilfe staatlicher Garantien übernommen wurde, hatten sich die Märkte beruhigt und die Politik beteuerte, es werde keine Kettenreaktionen geben, die auch die deutschen Geldhäuser schwächen könnten. Doch heute nun ein Kurseinbruch, vor allem bei der Deutschen Bank, was die Nervosität wieder steigen und sogar den Kanzler das Wort ergreifen lässt. Oliver Feldfort. Es will einfach nicht aufhören. Am Morgen sackte die Deutsche Bank-Aktie knapp 15%, die der Commerzbank um mehr als 8% ab. Beide erholen sich dann im Nachmittag wieder etwas. Das Vertrauen in die deutschen Banken scheint zu wackeln. Es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie stabil die Banken sind, denn Banken leben vom Vertrauen ihrer Investoren. Wenn dieses Vertrauen weg ist, dann können auch Banken nicht bestehen. Und zwar auch die besten Banken, die eigentlich sehr gute Geschäfte vorher gemacht haben. Viel Unsicherheit überall. Kanzler Scholz sieht sich am Rande des EU-Gipfels genötigt, der größten deutschen Geschäftsbank beizuspringen. Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert und neu organisiert und ist eine sehr profitable Bank. Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen. Dennoch Unruhe heute an der Börse Frankfurt, wie auch an den anderen Finanzplätzen in Europa. Versicherungsprämien gegen den Ausfall von Banken werden teurer, ein Risikoindikator. Negative Nachrichten über die Banken sind allerdings nicht bekannt. Vergangene Woche war die Schweizer Credit Suisse in Schieflage geraten und musste mit staatlicher Hilfe vom Konkurrenten UBS übernommen werden. In diese Schweizer Bankenkrise sehen Experten die deutschen Banken nicht verwickelt. Ich sehe keine Grundlage für eine allgemeine Bankenkrise. Vielen Banken geht es gut. Sie verdienen mit den höheren Zinsen echtes Geld und hatten schon viel schwierigere Situationen als die jetzige. Trotzdem werden sie von den Märkten sehr schlecht behandelt. Die Nervosität in der Finanzwelt ist groß und das könnte auch eigentlich stabile Banken gefährden.